Sehr geehrter Herr, herzlich willkommen zurück am Stück bei Potion Permit. V-Control, hallo? Spear? Was ist denn hier los? Ah, jetzt geht's, wunderbar. Okay, Dachkarte. Aber ich habe das Gefühl, er verhaut die Audio-Settings immer. Hat das jetzt Kraft oder? Hatte der gerade hier bei der Aufnahme? Ich glaube, das geht, ne? Ich habe die Demo gezockt. Um zu wissen, ob sie es lohnt. Lohnt sich. Muss jetzt aber sagen. Wir fangen von vorne an. Tschüss, Spielstand. Das war schön mit dir. Ich habe gelöscht. So, Charakter. Bleiben wir männlich. Skin Color wählen wir. So aus. Hairstyle. Hatte ich glaube so, meine ich. Farbe bleibt mal bei grün, fand ich irgendwie nett. Augenfarbe hatten wir das hier, das wir gleich haben. Outfitfarbe hatte ich nicht genommen, glaube es war was Helleres. Ja, das passt. Cape. Machen wir so. Name. Ist blöd, da kann man jetzt in die Deutschtasche binden. Zum Beispiel ist mit Tastatur gerade. So. Nein, diese. Ich weiß ja gar nicht, die Tour traumhaft. Ja, wunderbar. Confirm. Und ich glaube, es hat bisher noch so ein Farbbisschen schlimm. Fisch. Jo. Entschuldigen Sie mich, die Sprache ist leider noch auf Englisch. Super, ich bin es, Dr. Nestor von der Medizinischen Universität, glaube ich, so aus der Richtung. Association, ja, oder Firma, das sieht sich aus. Ich bin auf dem Weg zu unseren Kollegen in der Moonbury Island. The Association Age Quarter asked me to say hello to you, signs writing to the same train. Ich komme kurz mal Escape drücken und dann kann man entscheiden. Oh, I didn't realize we're bringing your dog along. Isn't her adorable? Adorable Bluff, glaube ich. Wie ist der Name? witzige war eine Demo, aber das ganze Spiel auf Deutsch. So, ich habe einen Hund, Multi Night genannt. Machen wir ein großes Ende, so hier. Oh, ich hab die vertippt, sehe ich gerade. Upsi. So, dann eben nochmal tippen. GGG. Such an adorable name. You are going to help out on Steelbook's important assignment, Multi-Night. Yeah, er hilft uns. We are almost at the Moonbury Station. Ist gleich da. While you are on the island, you will be repressing the medical situation. Do you have everything in order? Oh, nö, keine Frage. This is a valuable opportunity for us. We are all counting on you. Wir ziehen alle auf die Fresse für dich, Freunde. If you are successful, we will finally be allowed to establish a branch in the island. Wir dürfen eine Filiale eröffnen auf der Insel, sofern wir erfolgreich sind. Werde ich zu verhindern, besser. Ja, hier sind wir. Let's get going. Ich will Escape drücken und kurz Pause machen. Das ist scheiße. Tut mir zu Recht leid, in der Demo war es deutsch, ich habe nichts bestellen müssen. Das ist die Steelbar Game, Moonbury Island.
Oh, eine Lichterfülle, was für noch? Das ist automatisch auf Englisch. Oh Mann. And here are our. Und hier sind zu Kollegen. Please allow me to introduce Moira and Colin. Da, bitte dafür vorstellen, Moira and Colin. Yep. Hi. Nice to meet you. Du musst der Alchemie. Ist das Alchemie-Genie sein, heißt ja. Auf Deutsch. We have already. Wir haben schon mit dem Bürgermeister geredet. He's waiting for you up ahead by the town gate. Er wartet auf dich am Dorftor, am Dorfeingang. This situation is counting on you. Die Leute zählen, oder die Firma zählt auf dich. Don't let us down. Lass uns nicht hängen. Oh, don't let her worry you. Hey, you proof along your medical journal, right? Remember to check and update it regularly. X. And make sure that a bullet and help for your heart aspiration first, yeah. Gottes, was, kann ich jetzt mal Escape drücken, um die Sprache umzustellen? Gut, lag ja, danke schön. Dammit, das regt mich gerade auf. Ich wollte eigentlich so ein bisschen synchronisieren, aber das kann ich jetzt... Do you think Silberg will manage their own? Ja, ich krieg die Schäuchen, keine Sorge. Ah, ich hab das meine Zweifel. Without, ne? But I'm excited to see what happens. Aber ich bin gespannt, was passiert. Let's head back to the capital. Nein, ich will doch das... Nein, bleib stehen, Günther! Was ist das laut? We have been expecting you around the quarter to mind. Allow me to herzlich willkommen zu Moonbury. My name is Meyer, ich bin der Bürgermeister. Das ist meine Frau, Marielle. Marielle. Marie. Nimm mal sie Marie einfach. Ist mir eine Freude, sie kennenzulernen. Was, ich weiß, der den Brief geschickt hat zur Kerzenfirma. You see our daughter, unsere Tochter braucht keine Hilfe. Und unsere Rue, es fühlt sich schon, the feeling of color, sie fühlt sich schlecht for every long time, für eine sehr lange Zeit, okay. Wir haben versucht auszufinden, was mit ihr nicht stimmt, aber es hat bis jetzt nichts geholfen. Weil wir mit deiner Hilfe hoffen wir, dass es sich wieder schnell besser geht. Oh, Schatz. Anyway, Rue is currently being seen by Moonbury Local, which Doctor will be some time before she returns. Ja, sie kommt dann wieder zurück, sie ist bei einem Arzt. Aber davor, I should tell you a little about Moonbury's brothers dealing with mit den Chemie. Alchemie-Genie aus der Stadt, der Capital-Stadt, ja genau. Would it be so kind as to come with us? Before I explain everything, I would like to introduce you to everyone. Ich würde dich noch jemand vorstellen. Ja. Ja, da ist der Brief. Oh, der Audio ist schon schon brutal, du. Das ist, glaube ich, auch eine Thema. Guten Abend zusammen. We have come together tonight to welcome our guest. Wir sind heute Nacht hier getroffen, um unseren Gast willkommen zu heißen. Bitte lass mich vorstellen, Steve Boogie. Hallo. Ich bin der Neue hier. Steve Boogie ist ein Alchemie-Genie, gesendet von der medizinischen Fakultät, sage ich jetzt mal dazu. As you are all aware, our daughter has been sick for a long time. Wie ihr alle wisst, wurde sie vor langer Zeit krank. Meine Frau und ich haben versucht, trying to find a cure of the illness, sie zu heilen von ihrer Krankheit, sag ich jetzt mal, oder eine Medizin zu finden. With that in mind, we have soft assistance from the capital. Yeah. I hope you all give Steelbug a warm welcome and herzlich willkommen. Yeah. Ein Alchemie-Genie, ich sehe. Never thought I had seen another in our town. Da gibt's eine Vorgeschichte, ich erklär's gleich schön ein bisschen noch dazu. Das heißt, kommt eigentlich noch, aber ja. We know you are desperate for a cure, but yeah, want to watch who you bring in, Major. Ein Alchemie-Genie, we will shiver me timbers. I have cremate more competent than this
No Witz. Ich habe mehr Kompetenz als er. Ja, ist okay, klar, du hast Medizin studiert, Bruder. Läuft bei dir. Also in-game ist klar, ich bin kein... Ja. Niemand von der Stadt kann man trauen. If you forgot what they did, hast du vergessen, was sie getan haben? Knurr, knurr, nein, nein. Nun, won't anyone make a newcomer feel welcome? Will man so einen Neuankömmling so willkommen heißen? Einfach umsetzt. Please, bitte forgive uns. Everyone's just a little excited. Wir sind alle ein bisschen nervös. Now, if you'd like to follow me, willst du mir bitte folgen? I will show you the... your Lot Gangs. Ich glaube, wo man wohnen kann. Lot Gangs. Das Wort sagt mir, aber ich habe es noch nie gehört. Kann ich denn bitte... This old building used to be our previous chemist house. Its form owner moved away a long time. Ja, da war ich mich jedenfalls da, das ist aber von langer Zeit war da, Madame. Now it's empty. Ja, und es ist ziemlich am Arsch. You can take it over. I can übernehmen. Yes, endlich übernehmen. Und eine Hundehütte für Multi. I realize it might seem rather odd to you that not everyone here is overjoyed. About our, your presence. Ja, habe ich schon mitgekriegt, dass die also wirklich erfreut sind, dass ich da bin. We have Raver, a history of incidents involving the Magical Associations. Ja, die haben schon eine Geschichte oder in der Vergangenheit Schlechtes mit denen erfahren. Our relationship has been rather disastrous so far. Die war eher schlecht. Okay. Imagine they haven't told you a single word about all this in the capital, in der Stadt. Nö, da muss ich's davon gezagt. We'll learn more about it as you discover the island. Wir erfahren mehr darüber, wenn wir die Insel erkunden. Ich weiß ja schon, ich habe, wie gesagt, die Demo 3 Stunden gezockt, habe an der Mikitas 3 Stunden waren, also da, von daher bin ich ein bisschen, weiß schon ein bisschen was. Let's come back to all this after you have rested. Ja, komm zurück, wenn wir schlafen gehen. And please don't forget your request, our daughter needs your help. Nein, vergiss nicht, höre bitte. We'll see you tomorrow. Yep, bis morgen. Dann kann ich Escape drücken. Good night. Sleep well. Alles sieht die Bude aus. Ja, Multi. Ja, ich dachte es mir auch. Sieht komisch aus, die Form. Oh, you can move. Ja. Wir sagen mal, jetzt drücken wir mal kurz Escape. Ach, da steht sogar Deutsch. Sehr schön. Wunderbar. Ach, ein Kreisöffner. Oh, ein Paket. Du kannst deinen Raum mit verfügbaren Möbel dekorieren. Versuch mit dem Grundrissobjekt zu interagieren, um mit dem Dekorieren deines Raumes zu beginnen. Du kannst mehr Möbel beim Bauen und Einrichten kaufen. Gut, dekorieren. Jedes neu erhaltene Möbel wird als Dekoration registriert. Du darfst mit den Möbeln den Weg zwischen Bett und Tür nicht versperren. Du kannst die Möbel drehen, um den verfügbaren Platz in deinem Zimmer optimal zu nutzen. Haben wir nix. Stuhl. Und die Couch. Die hätte ich gestern dahingestellt. Ist aber ein bisschen bugfrei auf jeden Fall. Beleuchtung. Haben wir auch nix. Deko. Auch nicht. Verschiedenes. Bettverleger noch. Ich würde ganz Bett bewegen, wenn es geht. Ah. Hä? Ich kann das nur so stellen. Aber da oben ist zwar noch ein Lüger, aber ist egal. So ist noch ein kleiner Vorleger. So, danke schön. Oh, FBI.
Ja, hab's doch kapiert, Mann. Also generell kann man hier gerade noch nichts machen. Da ist Reparatur erforderlich. Da geht auch nichts. Ne? Kommt alles ein bisschen später. Okay, das ist jetzt neu. Das ging in der Demo nicht. Keine Ahnung, was das ist. Und da hinten haben wir eh nichts und nichts zu erforschen. Okay, dann gehen wir raus. Na, guten Morgen, Steelboogie. Du hast doch hoffentlich gut geschlafen. Ja, Abi. Ausgezeichnet. Darf ich dir meinen Assistenten vorstellen? Das ist Xiao. Schön, dich kennenzulernen. Ich arbeite mit Bürgermeister Meyer zusammen im Rathaus. Ich hatte gehofft, dass ihr euch gut verstehen würdet. Wenn du irgendwas brauchst, wird Xiao dir sicher helfen können. Also ich werde diese Textdinger immer ein bisschen vorploppen, weil die kommen langsamer, wie ich das vorlese. Und dann nehmen wir das ganze... Das nervt ein bisschen. Dies ist dein erster Tag hier. Du solltest zunächst unsere Insel kennenlernen. Ich habe einen unserer Ranger gebeten, dir eine Einführung zu geben. Er wartet dich am Wiesengrund. Du erreichst ihn, wenn du die Brücke im Süden überquerst und dich dann nach Osten wendest. Er hat auch ein paar Dinge für dich. Nun... Du machst dich besser auf den Weg. Unser Ranger Forrest ist sicher schon dort. Darf ich jetzt was Multi? Deine vorgegebenen Aufgaben, also T fürs Menü, wurden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Auf der Aufgabenseite in deinem Tagebuch kannst du da andere Aufgaben wählen, die hervorgehoben werden sollen. Die Minikarte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt Aufgabenziele in Form von Symbolen an, also das gelbe Bobbel mit Ausrufzeichen drin. Du kannst die Karte vergrößern, um dir alle auf der Insel verfügbaren Aufgaben anzusehen. Gut! Doch, da kommen wir noch lang. So, warte, ja, Richtung Süden, Brücke und so, ja, und dann nach Osten, okay. Aber ich habe ihn schon ein bisschen voll involviert. Oh. Das ging jetzt nicht. Die Dinger da, wo ich da drauf zeige, so, das sind Schnellreisepunkte. Mal freischalten. Ist wichtig. Man kann auch rollen machen. Leertaste. Da gibt es ja auch so Shops, ne? Sonntags geschlossen. Hä? Achso, wir machen ja nur. Okay, sag ja schon nichts. Alles gut. Wiesengrund. Der nuckelt einem Daumen, falls er fragt. Hallo, du musst das Alchemie-Genie sein. Mhm. Ich heiße Forrest. Bürgermeister Meyer hat dich schon angekündigt. Ich habe hier etwas für dich. Bam, Backpfeife. Betrachte es als Willkommensgeschenk. Du wirst es wahrscheinlich bald brauchen, denn ich habe auch eine Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du einige Kräuter für mich sammelst. Du weißt doch sicher, wie man das macht. Ja, sollte ich aufgrund des Berufes. Übrigens, der Bürgermeister hat es dir wahrscheinlich schon erzählt. Es gab vor einer Weile einen Unfall, bei der viele in der Pflanzen hier vernichtet wurden. Wenn die aus der Hauptstadt sich doch nur verantwortungsvoller benehmen, dann würden solche Tragödien vermieden. Meine große Klappe. Wenn du fertig bist, komm zu meinem Haus. Kleiner Funfact, in der Demo bin ich da vorher runtergelaufen und erwartet dort mich der Waldklopfer vom Wald. Na, ganz komisch. Das wär's von mir. Viel Glück da draußen, Alchemie-Chef. Benutze den Werkzeug, um an Ernteknoten, um Ressourcen zu sammeln. Ernteknoten kannst du an ihrem Glitzer erkennen. Jedes Mal, wenn du dein Werkzeug verwendest, wird Ausdauer verbraucht. Stell sicher, dass du das korrekte Werkzeug zum Sammeln Ressourcen verwendest. Du kannst zwischen Sichel, Hammer und Axt wählen. Du kannst Angriffe durch eine Ausweichrolle entgehen. Eine Ausweichrolle verbraucht keine Ausdauer, aber nach mehreren aufeinanderfolgenden Rollen musst du dich etwas erholen. Jute. So, nochmal schon kurz das Ding da.
Du kannst zu diesem Reiseziel, die generell durch rote Banner markiert sind, schnell reisen. Kostet auch keine Zeit. Um das zu tun, musst du deinen Reisepunkt aktivieren, indem du mit ihm interagierst. Sobald er aktiviert ist, sind die Punkte auf der Weltkarte registriert. Du kannst zu jedem zuvor registrierten Punkt, der auf der Weltkarte verfügbar ist, schnell reisen. Wenn du dich in einem Gebäude aufhältst, kannst du allerdings nicht schnell reisen. Ja, üblich halt, ne? Okay, da war der Schadenspunkt aber ein bisschen anders jetzt. Nicht schlecht. So. Die Pilze brauchen wir, ist ganz wichtig. Ach, die werden jetzt auf der Karte angezeigt. Das ist ja cool. Das war auf der Dings noch nicht der Fall. Steine auch, wenn ich die zertrümmer. Ja gut, Steine jetzt, ne? Das war auch nicht so wichtig. Da war nur der Stein, gut. Müssen wir den ein paar Sachen holen. So. Die droppen auch noch was? Sowas nehme ich, so Schleimteile. Brauchen wir. Wir nehmen alles mit, was wir finden, ne? Ach ja, die Viecher greifen einen nicht an. Die sind eigentlich ganz peaceful unterwegs. Könnte aber gleich was anderes sein. Ja, komm, hopp. Ja, ich habe schon gespielt, da weiß ich das. Der geht schneller kaputt. Cool. Du wirst auf Ressourcen auf die bessere Sammelwerkzeuge benötigen. Deine Werkzeuge werden nicht so effektiv sein und kosten dich mehr Mühe, Materialien zu sammeln. Jedes dein Werkzeug kann in Herzglutspäne verbessert werden. Mit stärkerem Werkzeug kannst du einfache Materialien sammeln. Okay. Ja, schade, hat nichts gegeben. Wiesengrundexperiment Tag 1. Ich, Dr. Samuel, wurde beauftragt, das Forschungsteam für diesen Bereich zu leiten. Der Boden von Mondburg weist wirklich sehr einzigartige Eigenschaften auf. Die Gegend des Wiesengrundes ist ausgesprochen üppig bewachsen und hier gibt es eine einzigartige Vegetation. Ich habe viele Bäume und Tiere untersucht, die in diesem wunderschönen Ökosystem leben und gedeihen. Leute, Sekunde, ich habe was vergessen. Ich bin gleich wieder dabei. So, jetzt hab einen Chat. Ich streame parallel. Ökosystem leben gedeihen. Wir werden Bodenproben nehmen, untersuchen, wie er bei unserem Experimenten reagiert. Wenn unsere Forschung erfolgreich ist, wäre das für die Hauptstadt und die Bürger von Bodenburg ein großer Fortschritt. Die Fruchtbarkeit des Bodens wird sich erhöhen und die Vegetation schneller wachsen. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Seite fehlt, Seite fehlt, Seite fehlt. Gut. Yo, Teddy, come on. One on one. Achso, das brauche ich noch gar nicht. Okay. Multi! Dein Hund wird dir gelegentlich mitteilen, wie es ihm geht. Das erkennst du am Emoji, das manchmal über seinen Kopf auftaucht. Und wenn dein Hund an ihn erinnerst, musst du pfeifen. Wenn er zu weit weg ist, kannst du ihn nicht zu dir pfeifen. Dein Hund liebt Futter und wird gerne gestreichelt. Wenn du ihn also fütterst und streichst, wird eure Freundschaft stärker. Es ist ein loyales und hilfreiches Haustier, besonders wenn ihr eine starke Verbindung zueinander aufbaut. So, dann hier. Futter mal.